Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Kacke ist am Dampfen, die Kacke ist am Dampfen und wie immer sage ich 1 plus 1, ihr müsst nur 1 plus 1 zusammenzählen können, dann müsste es bei euch im Gehirn schnattern, rattern und ihr müsstet sehen, dass die Kacke mega am Dampfen ist, absolut. Aber das ist doch wurscht. Das ist doch wurscht. Also, was ist los, Ali? Ja, es ist nicht nur dieses Bild, was in Russland an verschiedenen Stellen gezeigt wird. Und zwar, also gestern war ja der 23. Countdown beginnt. Was für ein Countdown? Was steht dort? Und das habe ich von von einem Kumpel seiner von dem täglichen Kommentarbereich, wenn ihr eine Pinnwand. Ne? Und da fragt er halt, was steht da? Wer kann das übersetzen? Und er postet auch sehr interessante Sachen, aber zum Glück auch, also kein Schwachsinn, sondern, ja Leute, das ist ein schmaler Grat zwischen super Verschwörungsleuten, die zu viel auch Schwachsinn bringen. Das ist ja auch beabsichtigt, damit will man dann sie angreifbar machen. Ja? Dann gibt es aber wieder welche, die verteilen überlegt die Sachen. Ja? Und dazu gehört auch dieser Facebook-Kumpel. Und ich hoffe, ich verteile auch, ich hoffe, ihr seht es so, dass ich auch noch im normalen Bereich Sachen verteile. Wer gehört meiner Meinung nach nicht zu den normalen Aufklärungs- Verteilern. Das sind all die, welche über irgendwelche Alien, die die Welt beherrschen und von irgendwoher hergeflogen kommen und alle die, die welche die Engel, Plejaden, Engel und was auch immer da Universum schickt uns gute oder wünscht dir was vom Universum oder was auch immer. All diese Verbreiter sind mit Vorsicht zu genießen. Okay. Oder da gibt es diesen Dieter Börs oder was war, wie auch immer der heißt. Polsprung. Ich meine, ja, wenn ich jetzt wieder sage, flache Erde, ja, dann denkt ihr, ne, du tust gerade über dich reden. Nein, ihr müsst, was habe ich gesagt? Ihr müsst eure Augen offen halten, mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann seht ihr den Kaiser nackt. Ja? Und ihr müsst halt diesen schmalen Grat richtig laufen. Das ist halt nicht so einfach, ja. Und deswegen tue ich mich auch für die Idioten einsetzen, ja. Weil die Fallen, die sich stellen, also Satan und so weiter, sind schon sehr gut durchdacht, ne? Sehr gut durchdacht. Und jetzt zu diesem Thema. Also passt auf, Leute. Die Kacke ist wirklich am Dampfen. Hier steht Countdown hat gestartet ab 23. März. Und die NATO will Russland angreifen. Die NATO will Russland sowieso angreifen. Denn Russland, habe ich ja schon mal ein Video gemacht, ist halt eine Perle, ein riesengroßes Reich mit viel Natur, mit viel noch unbetatschten, unvergifteten Gebieten und natürlich viele Erdgas, Erdöl, was auch immer, Mineralien vorkommen und so weiter. Das ist eine Riesenperle, die man nicht anderen überlassen will. Das wollen sie halt fressen. Ja? Dann haben wir noch was anderes. Aktuell ist ja in den USA sowieso die Kacke am Dampfen wegen dem Präsidenten, wegen seinem Sohn und wegen Trumps Verhaftung und dann noch wegen den Corona-Geschichte, dass da jetzt vieles auffliegt, dann die Twitter-Files. Sie sehen, sie sind eigentlich schon im Gefängnis. Sie haben nur noch diesen Ausweg und zwar einen Krieg. Denn wenn ein Krieg ausbricht, kann der Lauterbach glücklich sein, dann wird keiner mehr auf Lauterbach schauen. Wenn ein Krieg ausbricht, wird auch die Merkel dann glücklich sein, die wird wissen, ach, interessiert ja keinen. Und sie haben ja schon für sie, sag halt, genug Plätze
vorbereitet, arrangiert, also für die oberen, Anführungsstriche die oberen, eigentlich sind es ja die untersten wie Ratten, ja, dass sie halt überleben sollen, überleben werden. Dafür haben sie sich halt auch verkaufen müssen. Und jetzt ist so, ja, Leute, haltet mich ruhig für einen Spinner, ist mir auch egal. Jetzt ist so, passt auf, Leute. Also, überall wird das jetzt in Russland verbreitet. Countdown läuft. Was für ein Countdown? Ja, das ist so. Sie wissen ja, dass Frieden in der Ukraine nicht möglich ist. Ja? Sie wissen, dass Europa, also die Menschen wollen vielleicht Frieden, aber die Regierungen, also das ist ja Deep State und die gekauften, die wollen alles dran setzen, dass halt die Menschheit 500 Millionen nicht überschreitet. Und jetzt ist so, als letzten Ausweg hat der chinesische Präsident dann Putin besucht, weil Putin hat gesagt, du, es ist soweit, die haben einen Countdown gemacht, die NATO will Russland angreifen. Wo stehst du? Das muss ich jetzt schon wissen. Und China hat gesagt, wir versuchen nochmal eine Friedensinitiative zu starten, um Ukraine und Russland zu befrieden, und hat sehr gute Möglichkeiten genannt, Beispiele genannt, wo nicht nur auch Russland profitiert, sondern auch Ukraine profitiert und auch Russland leiden wird und auch Ukraine leiden wird. Also in der Mitte sich halt treffen. Und das hat halt Xi Jinping, also die chinesische Regierung, hat das halt gesagt, bevor ich mit dir jetzt über die letzten Schritte vor dem Dritten Weltkrieg starte, möchte ich nochmal meine Initiative ergreifen, weil dann kann mir keiner vorwerfen, ich habe nichts gemacht. Und jetzt hat er es ja gemacht, und diese Initiative wurde ja vom Westen zerschmettert. Chinas Friedensverstoß für das eigene System. China Friedensplan am Ziel vorbei. Peking nutzt Moskau Schwäche. Also Leute, auch vor Jahren schon, vor zig Jahren schon, vor 10 Jahren gesagt, solange ihr diese dreckige Presse in Deutschland noch zulässt, ja, werden sie euch immer und immer wieder niedermachen. Ja. Sie werden euch immer und immer wieder in Kriege treiben. Sie werden euch immer und immer wieder als Sklaven halten. Diese dreckige Presse ist dran schuld. Ja. Und also Leute, es ist halt so, auch bei der Moment, wo habe ich es denn? Hier, sobald sich jemand für Frieden einsetzt, ob es Sarah Wagenknecht ist oder ihr Oskar Lafontaine ist oder wer auch immer, der wird sofort als Putin-Versteher verunglimpft. Leute, das ist wirklich, die deutschen Medien müsst ihr abschaffen. Das ist der einzige Weg. Ja? Und es ist kein Geheimnis, die haben jetzt auch schon Kampfjets geliefert, vor paar Wochen undenkbar. Ja, vor ein paar Wochen undenkbar. Und immer dieses, wie schicken es dir, und Polen schickt es dann weiter. Also wie blöd ist denn eigentlich Polen, dass sie sich da als, ihr wisst schon, Schulhofkämpfe, da schickst du den Idioten vor, dass der den ärgert, weil dann kriegt der das ab. Also wie blöd muss Polen eigentlich sein? Ja? Und Großbritannien schickt Jets nach Polen oder Panzer nach Polen, und die schicken es dann weiter. Können sie nicht sagen, Großbritannien, also alles Schwachsinn. Wir werden verarscht ohne Ende. Wir werden verarscht ohne Ende. Und Slowakei ja auch, schickt dann auch Kampfjets. Ja? Und also, und dann USA will auch noch Raketen schicken. Ja? USA will Raketen schicken, Leute. Ja? US-Raketen für die Ukraine. Und ich kann nur eins sagen, also 1970, Ostermärsche in Deutschland, ja, Ostermärsche in Deutschland, das waren Millionen. Jetzt sind es halt 5.000, 50.000 in einer 5-Millionen-Stadt. Das ist minimal, das sind 0,01%, das ist lächerlich. Und da seht ihr mal, wie stark sie, der hieß damals übrigens auch Johnson, ja, könnt ihr euch das vorstellen, ja, da seht ihr mal, wie stark muss man die Deutschen, wie stark muss man denen ins Gehirn geschissen haben, all die Jahre, dass sie es nicht mehr schaffen. Hier Millionen haben sich da zusammengetan. Ja? Ja, natürlich, Deutschland war ja erst vor dem Krieg
Und dann wollten sie halt praktisch mal endlich mal Ruhe haben. Ja? Und es gibt noch Fotos, da siehst du wirklich, dass es Millionen waren. Wo habe ich es denn? Nein, das ist zwar nicht, aber es gibt noch, ich muss mal recherchieren, Friedensdemos, Ostermärsche in Deutschland in den 70ern. Und da war ja auch Krieg mit USA und Korea und so weiter. Und also praktisch USA und China sozusagen mit Russland. Und sie haben es damals geschafft, so viele Leute auf die Beine zu kriegen, weil sie halt noch nicht gehirngefickt waren in Deutschland. Ja, es ist die Pflicht eines jeden Demokraten, den Notstandsstaat zu bekämpfen. Leute, was ist aktuell in Deutschland? Was ist aktuell in Deutschland? Ich sag euch jetzt, und jetzt, jetzt sage ich euch noch was, ja. Sie, Wagenknecht und so weiter, die sind ja, oder Lafontaine, die haben natürlich mehr Quellen, wo sie herausfinden können, was los ist, ja. Wo sie herausfinden können, ob jetzt Krieg kommt oder nicht. Und sie haben halt dann mitbekommen, ja, es gibt zu wenig Friedensdemos, ja, in Deutschland. Dann haben sie halt gesagt, ja gut, dann machen wir halt eins mit der Emma, Chefin da. Und dann hat man halt gesehen, ja gut, danke für alle, die mitgemacht haben, ja. Ich bin stolz auf euch, aber man hat gesehen, also in der 5-Millionen-Stadt nur 50.000, ja. Und laut Medien ja nur 5.000. Und hat halt nichts gebracht. Das konnte halt nicht den Putin oder andere davon überzeugen, dass da die Deutschen keinen Krieg wollen. Ja? Denn wenn so viele weiter schlafen und sagen, ja, das wird schon, vielleicht haben sie ja recht. Und ja, wieso greift Russland Ukraine an? Und all das, was davor war, hat nicht interessiert. Und nicht vergessen, Putin war auch noch im Deutschen Bundestag. Ja? Ich will den auf keinen Fall irgendwie gut hinstellen, never ever. Ja? Aber er hatte seine Gründe. So sehe ich das. Also ich hätte dann auch so reagiert, wenn das immer näher kam, näher kam, näher kam und dann direkt an meine einzigen Zugang zum Mittelmeer, Schwarzen Meer, da dann da auch noch, ja, mit meinem Seehafen. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was muss ich jetzt machen? Ja? So, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Also, China, Friedensangebote wurden abgelehnt, wurden niedergemacht in den westlichen Medien. Und hier lest euch mal das vorher. Wie vertrauensvoll ist Chinas Friedensinitiative? Ihr Idioten, seid doch froh, dass es sowas gibt. Ja? Und unfassbar, also China hat es gesehen, es hat nichts gebracht. Also fliege ich jetzt weiter zu Putin und mit Putin rede ich dann über die Möglichkeiten und ich zeige Russland, dass China an Russland seiner Seite steht, denn sie sind ja auch durch Taiwan-Krise und so weiter bedroht von den USA. Und dann ist ja natürlich China wäre dann blöd, wenn sie sagen würden, nee Putin, ich stehe nicht an deiner Seite. Und wenn dann USA mich angreift, bin ich dann ganz alleine. So sind halt zwei Riesenmächte halt zusammen. Ja, ja Leute, also NATO wird Russland angreifen, Russland wird Deutschland viele Gebiete. Ihr wisst ja, in Deutschland gibt es viele US-Basen. Rammstein will ich gar nicht mal erwähnen. Die müssen das ja alles zerstören und dadurch wird dann halt auch ganz Deutschland zerstört. Ja. Und in Bayern gibt es Ansbach, dann bei Füssen ist amerikanisches Ding, sogar in Bayern, ja. Und dann all die grenzenden Länder, Polen wird ja eh dann kaputt gemacht. Und all das wird jetzt dann starten. Countdown haben wir ja gesehen. Ab jetzt geht's los. Jetzt wird gestartet, vorbereitet, weil NATO Russland einmarschieren will. Ja. Und sie haben es versucht, sie haben es alles versucht, keine Chance. Und wer wird das wieder ausbaden müssen? Das wird wieder der kleine Mann ausbaden müssen. Ja, manchmal denke ich mir, ja, der kleine Mann hat es vielleicht verdient, ja, in Deutschland. Ja. Gut, dass wir Türken da nicht mit dabei sind. Eher im Gegenteil, wir haben ja auch versucht, Frieden zu schaffen
Und wir haben viele Abkommen mit Russland und Pipeline und was auch immer, Leitungen über russisches Öl, russisches Gas. Und wir wollen mit allen Frieden haben, also eigentlich mit allen, auch mit Griechenland übrigens, ja, mit jedem. Und uns, denke ich mal, wir werden ja nicht mitmachen. Wir haben auch im Irakkrieg übrigens nicht mitgemacht. Deutschland ja damals auch nicht. Und wir werden nicht mitmachen. Und deswegen denken wir schon, dass Russland uns da nicht auch mit Bomben dann angreifen wird. Das wäre ja blöd, weil wenn die Türkei auch noch mitmachen würde, also die Türkei ist ja NATO mit einer der größten, ja, dann wäre das natürlich schlecht für Putin, ja. Aber wir sind ja nicht doof. Wir wollen mit Russland keine Probleme haben. Denn hier leben so viele sehr liebe russische Leute, auch ukrainische sehr liebe Leute, die hier übrigens Nachbarn sind teilweise und sich jeden Tag die Hand geben. Ja? Okay, Leute, jetzt habe ich euch zugelabert. Was soll euch das Video sagen? Das Video soll euch sagen, ja, jetzt geht's los. Ne? Jetzt geht's los. Und zu spät. Für alle, ne, zu spät. Was wird das für mich für Auswirkungen haben? Ja, ich habe ja viele Freunde in Germany. Das tut mir dann wirklich leid, wenn da einigen was passieren sollte. Und ich habe ja auch zwei Kinder in Germany, die mich jetzt dann zweimal besuchen wollen, Pfingsten und Sommerferien. Und das tut mir natürlich sehr leid. Und ich werde versuchen, so viel wie möglich hierher zu holen. Und dann wünsche ich euch allen viel Spaß. Ihr habt die Gelegenheit gehabt. Dieses Thema ist übrigens auch in meinem Film, was ich mache, Jenseitscafé. Da ist nämlich auch unter den vier Selbstmordkandidaten, die da Selbstmord gemacht haben, ist auch ein Soldat dabei, der dann Gott beschuldigt, ihn allein gelassen zu haben. Alle beschuldigen Gott, sie allein gelassen zu haben in meinem Film. Der ist jetzt zu Ende gedreht. Jetzt muss ich nur noch schneiden. Das kann leider dauern. 5 Minuten Film dauern. Teilweise einen ganzen Tag Schnittzeit. Ja. Und der Soldat sagt dann, Gott hat mich im Stich gelassen, dann kommt ja ein Engel. Und der Engel soll halt für Gott antworten, dass die die letzte Chance haben, nicht in, also Himmel oder Hölle. Und der Soldat sagt halt dann, ja, warum hast du mich dazu gebracht, dass ich andere Menschen umgebracht habe, dass ich Frauen und Kinder erschossen habe, durch Befehle von oben, durch General oder Präsidenten. Und ja, Gott gibt ihm halt dann die richtigen Antworten. Dann merkt er, oh shit, das stimmt. Wieso habe ich nicht, wie oft habe ich für Frieden mich eingesetzt? Wie oft bin ich über die Grenze und habe mit dem Feind geredet, dass wir Frieden schaffen? Wie oft habe ich Leute motiviert, dass sie auch sich für Frieden einsetzen? Nein, habe ich nicht. Also, du hast ein Gehirn, du kannst das machen. Also, was ich jetzt hier alles sage, gilt an euch Deutsche. Ja? Wie immer wird auch wieder Deutschland vernichtet werden. Ja. Und dann, ja, okay Leute, so viel von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und alles zu spät. Alles zu spät. So, vielen Dank, meine Lieben. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. So, das war hart, das war hart. Aber es ist für euch alle gut und für mich auch. Und alles besser, qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. War anstrengend, sehr anstrengend.